Also wichtig war für uns jetzt in der Vorbereitung auf die Rückrunde, dass wir der Mannschaft auch Schwierigkeiten bereitet haben. Bedeutet, es war für uns wichtig, dass wir mit bestimmten Situationen umgehen können. Heißt, im Trainingslager die Mädels bewusst überladen und dann auch überladen in die Testspiele reingegangen. Und insofern können wir sagen, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, erfüllt haben. Und natürlich macht das auch was mit der Mannschaft. Und da kann man sagen, dass sie ja, im Spiel gegen Wolfsburg das gut gezeigt haben, wie dass wir phasenweise mithalten konnten. Andererseits dann aber, wenn wir dann zu sehr unter Druck sind und dann vielleicht auch schon überladen sind und dann Schwierigkeiten haben, Entscheidungen zu treffen, dass das dann einfach auch dazu führt, dass wir ja manchmal dann auch noch Probleme haben. Und genau diese Sachen wollten wir herauskitzeln, um dann zu sehen, wo sind die Ansatzpunkte, wo müssen wir anknüpfen. Veränderungen, was den Kader betrifft, hatten wir keine. Wir haben uns umgeschaut tatsächlich noch. Es hätte sich was ergeben können. Allerdings wussten wir, dass wir, wenn wir jemanden dazu holen wollen, dann das eine absolute Verstärkung sein muss. Und dementsprechend sind wir auch sehr zufrieden, mit dem bisherigen Kader auch so weitermachen zu können. Ich denke, dass wir Mädels alle heiß auf das kommende Spiel am Sonntag sind. Es kribbelt schon in den Füßen. Wir warten die ganze Vorbereitung auf dieses spannende Spiel, können es kaum abwarten und freuen uns und hoffen, dass wir die 3 Punkte hier in Leipzig behalten können. Also Potsdam, klar, ist noch mal so ein bisschen der Gedanke, okay, man kennt 1, 2 Mädels von damals, aber jedes Spiel wird mit vollem Fokus angegangen und da ist es ganz egal, wer der Gegner ist. Vorfreude vor jedem Spiel, genau die gleiche.